Hallo, ihr Lieben. Ja, das ist jetzt Teil 2 meiner Nagelserie. Und jetzt geht es eben darum, mein Nagellack ist noch drauf. Mach mal runter, würde ich sagen. Weil der ist jetzt zwar noch ganz okay, das Design, aber ich merke einfach schon, dass es einfach rauswächst, dass die Nägel langsam trocken werden durch den Nagellack, weil der Nagellack die angreift im Endeffekt. Also er muss einfach runter und deswegen machen wir das gemeinsam. Das heißt, ich hole euch jetzt mit der Kamera mal in meine Arbeitsperspektive, die kennt ihr ja. Und dann ja, zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ist eigentlich eine ganz simple Sache und ja, schaut mir einfach mal zu. So, und da würde ich sagen, geht's auch schon los. Also so sehen meine Nägel jetzt eben aus. Ich habe es ja gerade schon gezeigt im Video. Ich nehme mir einfach die ganz normalen, handelsüblichen Ebelin, ja, kleinen Wattepads. Das sind die, wo eine Seite so rau ist und die andere Seite, also rau, eine Seite so geriffelt und die andere ist eben normal. Gibt natürlich bessere, aber ich habe jetzt nur die da. So, jetzt habe ich hier mal für besseres Licht gesorgt, damit ihr wirklich seht, was ich hier mache. Also, ihr nehmt euch euer Wattepad, ganz simple Sache. Ich habe jetzt hier aktuell diesen P2 Nagellackentferner mit diesem Passionsfrucht und Mandarinenaroma, wobei ich den nicht so gut finde wie den alten. Ich jammer echt mir hier die Ohren voll mir selber, weil es mich so nervt, dass der grüne, der war viel besser. Aber naja, wir müssen es damit abfinden. Jetzt gibt es halt den. Und der von Evelyn ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber jetzt nehme ich mal den hier. Das ist eben dieser mit dem Pumpspender. Das heißt, ich drücke einfach oben drauf. Also ich lasse mir das ziemlich voll saugen. Das heißt, ich habe da eine gute Menge drauf. Und ganz simpel, fang an, so wie ihr das gut sehen könnt, den Nagellack anzulösen. Das sind jetzt viele, viele Schichten. Das heißt, es dauert einfach eine Weile. Aber wie ihr seht, löst es sich schon an. Ich drücke einfach immer von hinten auf den Nagel und ziehe nach vorne. Gehe auch gut in die Kanten rein. Und löse mir so meinen Nagellack einfach runter. Und wenn der Nagellackentferner zu wenig wird, nehme ich mir einfach nach. Ich würde nie mit Nagellackentferner sparen, muss ich ehrlich sein, weil dann hockt man wirklich ewig da. Und das ist ja auch ein Quatsch. So, dann seht ihr hier schon das Ergebnis. Und mit dieser einfach drückenden nach vorne Bewegung, wie ihr seht, einfach dieses nach vorne ziehen, löst sich das wunderbar ab. So, auch das Steinchen ist jetzt weg. Die kann man auch sonst im Notfall mit dem Fingernagel einfach abkratzen, so Steinchen. Aber der hat sich jetzt ganz gut selber gelöst. So, der nächste ist sauber. Wenn euer Tuch zu zerpflückt ist und zu voll gesaugt mit Nagellack, dann würde ich es wechseln. Also das nehme ich jetzt noch einmal her. Bloß, dass das irgendwann der Nagellack macht das Ganze ein bisschen glitschiger und dann fehlt ihm die raue Fläche zum Lösen. Deswegen würde ich da jetzt nicht mit den Wattepads oder mit dem Nagellackentferner sparen, weil dann habt ihr ewig Arbeit und das ist auch ein Quatsch. Und wie ihr merkt, wird jetzt auch schon langsam die Fläche weiß, weil ich ziemlich viel weißen Nagellack drauf habe. Und dann verfärbt es mir hier, wie ihr seht. Seht ihr das? Jetzt habe ich hier schon so Ränder. Das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass das Tuch zu voll gesaugt ist. Und deswegen würde ich sagen, einfach dann wechseln. Also den mache ich jetzt noch fertig und dann wechsle ich einfach mein Pad. Also frisch ablackiert schauen meine Nägel jetzt gerade so aus. Also ich habe jetzt drei solche Wattepads verbraucht. Die sind jetzt mit diesem Nagel dann echt voll, weil das war echt ein nagellackreiches Nageldesign. Also seht ihr, dass das Ganze jetzt ein bisschen trocken aussieht. Dieser Nagellackentferner greift natürlich die Nagelhaut und also alles an. Deswegen ist das Erste, was ich nach dem Nagel ablackieren mache, Hände waschen. Also richtig gut Hände waschen. Das werde ich jetzt auch sofort machen. So, bin wieder da. Ich habe mir jetzt meine Hände richtig gut geschrubbt. Und zwar, ich habe es euch mal kurz mitgebracht, einfach so eine ja, Bürste. Also ich habe die vom DR. Also nur kurz zur Erklärung. Ich nehme mir mein Bürstchen und schrubbe halt damit der Seife richtig auf den Nägeln, dass ich richtig in diese ganzen Nagelräume reinkomme, damit ich einfach den Nagelentferner entfernen kann, weil es ist einfach. Ja, steht zwar beim Pflegen und sonst irgendwas drauf, aber gesund sind die Dinger definitiv nicht. Und dann natürlich unter die Nägel auch richtig gut reinschrubben. Also das mache ich dann mit der Nagelfeile. Nagelbürste meine ich natürlich. Nagelfeile, geht wieder los. Dann mache ich normalerweise, jetzt habe ich leider heute die Möglichkeit nicht, und zwar Peeling. Und zwar ist das vom P2, sieht auch schon ein bisschen abgegrabbelt aus, weil ich es im Bad stehen habe und da kriegt es die Feuchtigkeit ab. Das ist so ein 2 in 1 Peel and Care. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Ihr kennt das bestimmt schon aus dem Video von mir. Ist eine Weile her, aber ich habe es schon mal erwähnt. Finde ich total super. Ich mag diesen Duft auch sehr gerne, diesen Senduft. Und da sind eben so Mineralsalze drin und eben Öl.
Also das heißt, das ist so eine Mischung aus Öl und Salz. Das schüttelt ihr gut und dann nehmt ihr wirklich eine gute Portion in die Hände, reibt es richtig schön ein, dass es richtig einziehen kann. Und dann lasst es am besten noch eine Weile einwirken und wascht es dann mit lauwarmem Wasser wieder ab, natürlich ohne Seife. Warum ich es jetzt nicht gemacht habe, ist einfach der Grund, dass ich jetzt einfach meine Nägel dann nachher gleich lackieren will. Das mache ich dann, wenn ich weiß, ich gehe nachts ins Bett und kann es dann einziehen lassen. Oder also ich wasche mir dann die Hände mit dem oder verwende das, wasche mir dann die Hände und gehe dann ins Bett und creme sie mir noch zusätzlich ein. Und dann finde ich das ganz gut. Aber jetzt in dem Fall geht es halt nicht, weil mit öligen Fingernägeln hält der Nagellack schlecht. Und deswegen mache ich es jetzt nicht, aber sonst als Tipp von mir zur Pflege. Dann geht es jetzt weiter. Und zwar mache ich als nächsten Schritt, nehme ich diesen MP2 Bamboo Peeling für überstehende Nagelhaut. Also den habe ich jetzt für mich entdeckt. Es gibt tausend Varianten, Nagellack zu entfernen. Aber für mich ist der definitiv ausreichend. Ich habe jetzt nicht die wahnsinnig schlimme Nagelhaut. Und ich mache das auch momentan auch wirklich regelmäßig. Und seitdem wird es auch immer besser. Also auf Dauer gesehen wird es immer schöner, die Nagelhaut. Deswegen ist es inzwischen noch gar nicht mehr so wild. Aber ich zeige euch trotzdem, wie ich das mache. Dafür hole ich euch wieder mit runter, weil sonst seht ihr es recht schlecht. Und dann zeige ich es einfach mal. Also bis gleich. So, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze geht. Also, ich nehme eben meinen Bambu-Peeling, den ich euch gerade gezeigt habe. Da ist vorne ein kleines Schwämmchen, Bürstchen dran. Das ist fest, also da kann man nichts dran ändern. Das ist stabil und hat auch keinen Widerstand. Hat aber so ein, wie so ein Schwämmchen außenrum. Also ist ein bisschen weich. So, dann ist hinten so ein Drehteil und dann dreht man einfach dran. Und dann kommt vorne so ein, ja, so eine Creme raus oder so eine Masse, das sieht dann so aus, dass eben vorne diese weißliche Masse und die schmiere ich mir einfach auf den Nagel. Das heißt, ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Ich gebe mir jetzt einfach eine gewisse Menge aufs Nagelbett. Das mache ich jetzt einfach bei allen Nägeln. Das heißt, ich schmiere mir das jetzt einfach so drauf. Also es ist meine Technik. So mache ich das mit diesem Teil. Es gibt natürlich bestimmt auch andere Möglichkeiten, um damit umzugehen, aber so mache es ich. Also immer wieder drehen und dann wieder aufs Nagelbett auftupfen. Wenn ich dann alle Nägel voll habe, fange ich einfach an mit diesem Schwämmchen, das da vorne dran ist, meine Nagelhaut sozusagen auf den Nagel abzuschaben. Das heißt, man kratzt die ein bisschen runter. Das Zeug sollte man ein bisschen einwirken lassen. Ich mache es aber immer nicht zu lang, weil das sonst einfach nur trocknet und dann muss ich wieder neu auftragen. Deswegen mache ich immer so. Ich fange schon mal die erste ja, Schicht an abzukratzen. Einfach nur an den Nagel sozusagen ans Nagelbett ranschieben. Ich habe eben nicht so viel Nagelhaut, deswegen muss ich jetzt nichts abschneiden. Weil es gibt auch welche, die schneiden die Nagelhaut weg. Ich schiebe sie einfach nur nach hinten mit diesem. Weil das Teil hat eine gute Form, damit kann man das echt gut machen. Und dann spart man sich dieses Abschneiden. So, wenn ich jetzt den Eingang durch habe, dann mache ich einfach, dass ich den Rest von dem Ganzen auf dem Nagel einfach ein bisschen verschmiere. Da kommt der Deckel angerollt. Einfach dann nochmal drüber gehen, weil jetzt hat es vielleicht noch ein bisschen eingezogen, jetzt kann man nochmal Restliches wegmachen. Also ich mache immer zwei Schritte, wo ich eben sage, also oder drei genau, also einmal auftragen, einmal einarbeiten und dann nochmal nacharbeiten, sage ich jetzt mal so. Und so löst man eigentlich diese ganzen kleinen Hautschüppchen von vom Nagel ab und schiebt halt den groben Teil einfach nach hinten weg. Was zum Lackieren natürlich sehr praktisch ist, weil dann hat man eine schönere Fläche zum Lackieren nachher. So, das habe ich jetzt fertig. Das muss ich natürlich bei beiden Händen machen, aber die andere Hand mache ich jetzt alleine. Das Ganze lasse ich so meistens kurz einziehen, während ich die andere Hand mache, kann ich es noch ein bisschen einziehen Also was ich lassen. jetzt, könnt ihr es vielleicht erkennen, ich wollte euch mal das zeigen, dass da lauter ganz feine kleine Peeling-Teilchen drin sind, also lauter so kleine Schleifsteinchen, also wie so Sand ist da drin, weil ich es gerade vergessen habe, euch zu erklären. Und das ist eben, ich lese einmal ganz kurz vor, was da drauf steht. Nagelhautpeelingstift mit feinen Bambuspartikeln entfernt überstehende und rissige Nagelhaut. Pflegt mit Seitenprotein, Bambusextrakt, Panthenol und Vitamin E. Also das ist eben nur zur kurzen Erklärung. Das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Also das kleine Mini-Review sozusagen. Weil ihr seht vielleicht, dass die Nagelhaut jetzt einfach schon jetzt schon besser aussieht, einfach gepflegt aussieht, nicht mehr so trocken und brüchig. Und wenn man es dann runterwäscht, ist natürlich dann auch ein ganz schönes Ergebnis. Also das finde ich einfach ein tolles Produkt. So, also meine Nagelhaut ist jetzt sozusagen wegbearbeitet. Also sieht jetzt eigentlich, finde ich, ganz schön aus. Die Ränder sind jetzt eben sehr sauber und ja, auch einfach gepflegt.
Weiter geht's dann mit dem Feilen. Also meine absolute Lieblingsfeile, ihr müsstet sie auch schon kennen, ist die von Essence. Das ist so eine mit mehreren Schritten. Also hier gibt's einmal die kürzen Seite, dann Formen. Dann haben wir hier an der Seite Ausgleichen, Reinigen, Glätten und Polieren. Also ich finde die Feile wunderbar, also ich mag die richtig gerne und verwende auch wirklich alle Seiten. Also ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich das jetzt mache. Also ich fange jetzt an mit meinem kleinen Nagel, der sieht eigentlich von der Form her, finde ich, noch ganz gut aus, aber ich gehe trotz alledem immer noch einmal über alle Nägel drüber, um einfach die alle Kanten und Seiten einfach mal neu abzufallen. Das tut den Nagel einfach gut und fördert dann einfach dann ein gesundes Wachstum. Das ist wie Haare schneiden, also Spitzen schneiden. Wenn ihr Spitzen öfter schneidet, werden auch die Haare schöner und genauso ist es bei den Nägeln auch. Dann können die einfach schöner wachsen. Also ich gehe dann einfach meiner dunklen Seite, also mit der kürzen Seite, gehe ich einfach, ich drehe mich mal gerade zum Nagel, fange ich einfach an, die Fläche abzufallen und habe aber dann schon so ein bisschen so eine leichte Kurvenbewegung beim Feilen drin. Das ist so meine Technik. Und versuche halt dann hier gerade Flächen hinzufeilen. Dann gehe ich seitlich einfach komplett in die Seiten rein, bis zur Nagelhaut und feile die auch an, damit die einfach mal eben gepflegt werden. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Und gehe genau an der anderen Seite auch rein. Und fallen auch immer diese Ecken, die da entstehen, am Ende, seht ihr, was ist eine Ecke, die falle ich mir natürlich immer weg, also ich mag keine Kanten und Spitzen an den Nägeln. Also wenn ich damit Länge und Form zufrieden bin, also der kleine Nagel hier ist jetzt fertig, die anderen Nägel, wie ihr seht, sind noch nicht gefeilt, die schauen noch etwas reviert aus. Und der Kleine ist jetzt eben schon fertig gefeilt. Da sind jetzt noch ein paar Brösel. Ja, also ich sag, wie ich vorhin in meinem letzten Video erklärt habe, mag ich eben die gerade Form am liebsten. Und die werde ich mir jetzt auch alle in diese Form fallen. Das heißt, das gleiche beim nächsten Nagel. Also der kleine und der mittlere Nagel sind fertig und der andere, wie ihr seht, muss noch gefeilt werden. Da seht ihr mal den Unterschied. Oder ich hoffe, dass der einfach noch zu rund ist und einfach nicht ordentlich aus. Wie ich schon gesagt habe, ist mein Daumennagel ja etwas anders gefeilt. Das heißt, das mache ich jetzt auch wieder. Da gehe ich wirklich ganz arg in die Ecken rein und feile mir einfach eine Spitze. Das heißt, ich feile einfach, ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber ich feile einfach nur die Ecken ab und runde das Ganze dann oben wieder an. Also im Endeffekt wird es einfach nur spitz gefeilt. Das ist, was ich, wenn ihr alle anderen Nägel auch so haben wollt, wirklich, ist wirklich sehr einfach. Einfach nur in die Ecken reingehen, gerade abfallen, wie so eine Pyramide, und dann aber oben rund fallen, damit man sich keine spitzen Nägel hat. Also ist ganz simpel eigentlich. Wenn ihr dann alle Nägel fertig habt, ihr seht, das sieht ganz staubig aus hier bei mir. Wenn ihr alle Nägel fertig habt, dann nehmt ihr nochmal die weiße Feile und geht schräg, leicht von oben schräg nochmal ganz sanft über den Nagel drüber, damit ihr einfach die spitzen Kanten abschlägt. Das ist vor allem wichtig, wenn man eben dickere Nägel hat, weil, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber ich habe relativ dicke Nägel und dann werden die vorne einfach so ziemlich scharf abgeschrägt, also abgeschliffen. Und dann muss ich einfach nochmal hier oben die Kanten ein bisschen anfeilen, damit die einfach nicht scharfkantig sind. Also das muss ich jetzt bei dem auch noch machen, einfach nur leicht von oben drüber gehen. Und dann sind die einfach nicht mehr so scharf. So, jetzt habe ich alle meine Nägel gefeilt. Und jetzt zeige ich euch noch an einem Nagel, wie man diese Feile noch anders verwenden kann. Weil ich habe euch ja vorhin gezeigt, hat diese Feile noch andere Flächen. Und zwar muss man hier einfach nach der Nummerierung gehen. Also 1, 2 haben wir jetzt. Und jetzt wird es im Endeffekt weitergehen mit der 3, also mit der ausgleichen Seite. Ich zeige euch nur, wie das geht. Wie gesagt, weil ich habe es vor kurzem erst gemacht und deswegen zeige ich es euch einfach an einem Nagel. Ihr nehmt diese Ausgleichseite und poliert euch einfach den Nagel von oben her ab. Also ich mache das einfach so. Gehe einfach so schräg über den Nagel drüber. Und schaue, dass ich auch wirklich in die Kanten reinkomme. Und ihr seht schon, mein ganzer Finger wird weiß, weil ich mit einfach eine Schicht vom Nagel runter poliere. So, da ich jetzt das erst vor kurzem gemacht habe, dauert es bei mir jetzt nicht so lang. Also vielleicht könnt ihr jetzt schon erkennen,
dass der kleine Nagel hier matt ist und der andere glänzt hier noch relativ. Wie gesagt, das macht man eigentlich ungefähr einmal im Monat, die ganze Sache, damit der Nagel nicht zu dünn wird. Also ich habe ziemlich dicke Nägel, ich kann es auch zweimal im Monat machen, aber nicht öfters. So, dann nehme ich die Seite 4, also die lilane Fläche, und gehe mir wieder über den Nagel drüber. Mit dieser Fläche wird der Nagel wieder ausgeglichen. Dadurch werden Rillen einfach weggemacht, man kann so Färbungen wegbringen. Einfach eine ganz angenehme Sache. Und so sehen die Nägel einfach viel gepflegter aus. So, dann nehme ich die Seite 5, mache dasselbe wieder. So, und dann nehme ich jetzt aber nochmal die Seite 6 oder die Nummer 6 und poliere mir den ganzen Nagel einfach nochmal, damit er wirklich dann richtig glänzt. Bin ich ein bisschen vorsichtig, weil diese scharfen Kanten von den anderen Feilen, da kratzt man sich ganz schnell meinen Nagel rein. So, jetzt bin ich aber eigentlich fertig, jetzt kann ich mal das Ergebnis zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Also er glänzt ja richtig schön. Das ist jetzt eben komplett nagellackfrei und sieht richtig gepflegt aus. Also man könnte im Endeffekt es auch wirklich nur richtig schön polieren. Wenn man im Vergleich die anderen Nägel anschaut, die jetzt nicht frisch poliert sind, das sieht schon einfach schön aus, finde ich. Also, nur so viel. Also ihr könnt eben das ungefähr einmal im Monat könnt ihr da eure Nägel dann, also sozusagen mit dieser Technik einfach schön glatt feilen. Und da ich mich ziemlich Rillen habe, ich weiß nicht, ob man die jetzt erkannt hat. Also vielleicht seht ihr das, dass ich einfach rillige Nägel habe. Und dadurch, durch das Feilen kriegt man das mich auch ganz gut weg. Also dann sind die einfach schön glatt und dann sieht der Nagellack natürlich viel schöner aus als eben auf so rilligen Nägeln. So, also ich habe es jetzt fertig gefeilt, also es war jetzt immer jetzt fertig. Noch ein Tipp von mir, ich nehme zum Fingernagel reinigen sozusagen immer diese Stäbchen. Die gibt es von P2, das sind so Rosenholzstäbchen. Und da könnt ihr eben unter die Nägel reingehen und euch relativ gut Schmutz rausholen, ohne euch irgendwie weh zu tun. Also das klappt echt gut mit den Dingern. Also die sind echt vielseitig verwendbar. Also ich mag die Dinger richtig gerne. Also die kann ich auch wirklich ans Herz legen. Da kann man echt viele mitmachen. Oder auch Nagelhaut hinterschieben könnte man jetzt mit denen auch. Oder halt eben, ich nehme es auch zum Nageldesignen her, diese Spitze. Also nur so als kleinen Tipp, das ist auch ein ganz tolles Werkzeug. So, dann habt ihr jetzt im Endeffekt eure Nägel sozusagen ablackiert und Nagelhaut entfernt und habt sie auch gefeilt. Also so sieht es bei mir jetzt aus. Also ihr seht, die Nägel sind kurz und gleichmäßiger gefeilt, sind aber noch recht spröde von den Rändern her, aber das bearbeiten wir dann beim nächsten Mal. Also so sehen die jetzt aktuell aus. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Buffer oder diese Bufferfeile mit den anderen Seiten verwendet, das ist auch eine ganz tolle Sache für die Nägel so, wenn man keinen Nagellack tragen will, dann könnte man auch halt so rumlaufen. So. Dann würde ich sagen, war das jetzt der Teil 2 meiner ja, Nagelroutine, Nagelserie, wie auch immer. Und beim nächsten Mal geht es dann eben darum, Nägel lackieren. Wie lackiere ich? Wie pflege ich sie dann? Und ja, lasst dich überraschen, würde ich sagen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!